müssen ja irgendwo rumrennen. Da, tatsächlich. Sie hatten nichts dabei, aber sie hatten verdammt viele Ausdauer- und Gesundheitspunkte. Das ist natürlich beängstigend, ein Stück weit. Aber gut, das sind Trolle. Was erwartet man? Das sind Nahkämpfer durch und durch. Aber wir gucken mal hier, ist das hier das Haus von Mr. Ich hab seinen Namen schon wieder vergessen. Haley Bettencourt. Anscheinend ein Mann, laut Philips Informationen. Wobei ich weiß, dass hier kein Mann wohnt. Eine hübsche Frau öffnete die Tür. Nachdem sie sich vorgestellt hatten, gestattete sie ihnen, ihr kleines, aber gut eingerichtetes Haus zu betreten. Sie erfuhren, dass sie Sarah Halbtor hieß und dass ihr Mann ein Kaufmann war, der geschäftlich unterwegs war. Ah, das wird dann wohl dieser Haley Bettencourt sein. Wir suchen nach einem Sack Getreide. Vielleicht könnt ihr uns helfen, sagte James. Die Frau zögerte. Nun, ihr Herren, ich habe mehrere Säcke mit Getreide hier, aber mein Mann wäre sehr wütend, sollte er sie bei seiner Rückkehr vermissen. Ich könnte vielleicht einen einzigen Sack entbehren, wenn ihr mir helft, ein Geschenk für das Midsommerfest zu finden. Sie will ja hier ein paar Lederstrümpfe haben. Wir sind uns einig, aber es tut uns leid, sagte James. Ich war voreilig. Ich fürchte, dass wir keine Lederstrümpfe haben. Ich verstehe, sagte die Frau. Nun bitte kommt wieder, falls ihr welche findet. Sie versprachen es ihr und sagten ihr Lebewohl. Ja. Also, das dürfte wohl Haley Bettencourt sein. Ich wüsste sonst nicht, wer da sonst sein sollte. Immerhin gab Philipp uns den Hinweis, dass südlich von Hohe Burg jemand zu finden ist. Und das ist ja wohl der Fall. Und ein Hinterhalt anscheinend vor uns. Denn Gorov hat wieder einen fliegenden Vogel entdeckt. Also ist das dann... Es gibt hier noch einen Laden. Ich versuche mal hier durchzubrechen. Scheint zu klappen. Und das ist der einzige Laden vor Dimwood. Bevor wir dann wieder zu der Hexe kommen. Und leider kann man hier ja nicht mit den Ladenbesitzern sprechen. Sonst hätte ich das ja schon gemacht jetzt, aber... Also demnach ist die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, wer das sein könnte, wer dann eben hier... Der mysteriöse Haley Bettencourt ist. Südlich von Hohe Burg ist wohl dann der Mann von Sarah Halbtor. Und ganz ehrlich, das ist ja auch das Getreide, was wir suchen. Also von daher, da sollte man nicht mehr Gedanken dran verschwenden als ich jetzt gerade. An die Logik oder was auch immer. Das ist der Typ oder die Frau. Da kriegen wir auf jeden Fall Getreide her, das ist das Entscheidende. Treffpunkt der Geier verlassen wir jetzt. Das ist ein schrecklicher Ort zum Kaufen und Verkaufen. Und was auch immer das hier für ein Hinterhalt gewesen sein soll. Wir haben ihn... Oh, ich dachte schon, das ist eine Spinne oder sowas, aber das ist tatsächlich nur so ein Busch. Und da haben wir schon geplündert. Auf jeden Fall, wenn hier ein Hinterhalt war... Und hier ist schon wieder einer. Und die Kundschaftenfertigkeit der Gefährten hat sich verbessert. Das ist wunderschön. Nur eben... Es ist ja nichts da. Ich wüsste nicht, was soll denn da sein? Es ist tatsächlich etwas da. Müssten eigentlich Trolle da sein, aber wir laufen voll an denen vorbei. Die können uns voll nicht entdecken. Oder erwischen. Oder wir sind viel zu gut für sie, dass wir uns erwischen lassen würden. Natürlich kann man jetzt hier auch nochmal hier seinen Fertigkeitswert hier in Kundschaft natürlich dann hochpushen entsprechend, weil Gorov jetzt immer wieder feststellt, dass hier Vögel herumhüpfen und ja. Dadurch können wir einen Kampf. Wir können den Kampf jetzt auslösen, indem wir jetzt hier. Weiß nicht, ich glaube, alle Graspantoffeln jetzt mal an Owen abgeben oder so. Dann müssten die anderen ja entsprechend schlechten Wert haben und. Werden wir dann entdeckt oder enttarnt? Nö, sieht nicht so aus. Nee. Gorov entdeckt diese Falle immer wieder von neuem. Auch wenn Owen nur einen Kundschaftungswert von 49 hat. Das könnte tatsächlich jetzt wieder so eine Sache sein, dass ich diesen Kampf überhaupt nicht provozieren kann, weil ich einfach zu gut dafür bin. Ich werde mal alle Graspantoffeln hier ablegen. So, jetzt bin ich ganz schlecht dran, eigentlich, was das Kundschaften angeht. Und lalalala. Unser Kundschaftenwert verbessert sich immer wieder. Das ist toll, aber eigentlich wollte ich ja diesen Kampf provozieren. Aber das ist vielleicht genauso wie bei den Nachtwächtern, die da die Straßen in der Nähe von Lamut passieren. Ich kann die gar nicht mehr provozieren zum Kampf, weil ich zu gut bin und... ach, nee, doch nicht. Okay, alles klar.
Graspantoffeln ablegen oder vielleicht hatte ich einfach nur Pech und jetzt müssen wir einen Kampf mitten in der Nacht ausfechten. Es sei denn, wir können eine Fackel entzünden, was ich jetzt mal gemacht habe. Und es ist tatsächlich hell geworden, hey, mitten im Kampf. Das ist natürlich cool. Nicht so cool ist, dass wir jetzt hier gegen einen Haufen Trolle kämpfen müssen, die Owen vor allen Dingen eingekreist haben und uns verprügeln. Und ich bin im Kampf momentan nicht ganz so frisch. Deshalb könnte das hier vielleicht eine sehr schön falsche Entscheidung gewesen sein. Leider daneben. Versuche mehr Schaden zu machen durch schwerere Hiebe. Wenn sie dann treffen, dann soll es wenigstens auch Schaden machen, ordentlich. Aber... ja, okay, 35 Schaden. Autsch. Owen ist nicht mehr ganz dabei. Ich glaube, der ist schon im Gesundheitsbereich. Ja, er ist schon angeschlagen. Ich muss jetzt ein paar Heiltränke reinwerfen. So ist das, wenn man sich nicht vorbereitet auf einen Kampf, so wie ich das jetzt gemacht habe. Das ist natürlich super dumm. Was ich natürlich machen kann, ich kann ja auf ihre Verteidigung drücken bei Owen. Damit er nicht mehr so häufig getroffen wird. So, ein Troll ist schon mal weg, das ist gut. Und ich höre jetzt, au, au. Ich hatte das nämlich im Verdacht, dass ich plötzlich keine Sprachausgabe haben würde. Und dann habe ich aber ein bisschen rumgespielt im Grunde genommen mit den Einstellungen. Und dann ging, jetzt habe ich ja da jetzt höre ich wieder so ein Au raus. Au. Ganz leise. Und das ist mal wieder so eine Sache, wo ich mich frage, was ist hier eigentlich los? Warum ist das Spiel manchmal so, manchmal so? Und James sieht auch nicht mehr ganz frisch aus. Das muss man jetzt ganz klar sagen. Zumal ja auch seine Kampfkraft leidet, da seine Gesundheit schon angegriffen ist. Aber ich werde die auf keinen Fall entkommen lassen. Dann komm mal her, du Troll. James kann sich drum kümmern. Jetzt rennt der andere auch noch weg. So, ein weiterer Troll ist gefallen. Gut. Owen hinterher. Und James... ja, okay. Ich werde dem auch ein paar Heiltränke einwerfen. Damit er zumindest wieder vernünftig kämpfen kann. Jetzt hat auch wieder die entsprechende Genauigkeit. Aber auch der Troll hat ihn wieder ordentlich getroffen. Der Troll wird mir nicht entfleuchen. Oder doch. Hin und her geht das hier. Es sei denn, ich mache hier Salz in den Augen. Owen wird seine eigene Gesundheit jetzt dafür angreifen müssen, weil er keine Ausdauer mehr hat. Aber das ist es wert. Wahrscheinlich ist das der Troll, der hier wieder alles dabei hat. So, und der Troll wird auch mal geblendet hier. Ich hoffe, bei Trollen gilt das auch zwei Runden lang. Jetzt muss der andere wieder dran. Eigentlich ist Gorath gerade der Einzige, der hier was reißt. Denn James wird jetzt weglaufen. Der Sicherheit halber werde ich den noch einmal blenden. Und die Armbrust kann James ruhig mal abschießen hier auf den Troll. Hat ihm zumindest einen Treffer eingebracht. Ah, das sieht schon nicht gut aus. Der Troll will weg. Ich glaube, wir sollten wieder unsere Armbrustschützen hier einsetzen. James schießt und trifft den anderen. So, jetzt haben wir Gorath, der schießt. Immerhin, immerhin hat er nicht Dings getroffen hier. James. So, jetzt kommt das Weitschießen geht weiter. Noch ein Treffer. Aber ihr seht, wie viele Lebenspunkte die Trolle noch haben. So, der ist gefallen. Das ist schon mal gut. So, und den werde ich jetzt nochmal ranziehen. Das wäre gelacht, wenn ich den einfach entkommen lasse hier. Auch wenn Owen dafür wieder seine Gesundheit opfern muss. So, und James hat den letzten der 5 Überfalltrolle erledigt.
Die Fertigkeiten der Gruppe haben sich verbessert, das will ich auch hoffen, ja? Verteidigung von, ja. James sieht zwar sieht natürlich wenig aus, aber das ist, weil er angeschlagen ist. Scharfsinn von Owen, okay. Stärke von Goraf, er wird immer stärker. Seine Armbrustfertigkeit auch gestiegen, okay. Und Verteidigung auf 77, gut. Im Großen und Ganzen war das ein Erfolg. Ich muss nur noch mal meine Graspantoffeln wieder mitnehmen. So, ist die Frage. War hier was, oder... War das jetzt alles für die Katz? Es war alles für die Katz. Sie haben nichts dabei. Toll. Also, zurück zum Ausgangspunkt. Mülltüte. Und jedem seine Söckchen wiedergegeben. Seine Graspantoffeln. Tja, was wir brauchen, sind Lederhosen. Oder, ja, Lederstrümpfe, besser gesagt. Und wir werden ein bisschen rasten jetzt. Ja, wir sind auch ein bisschen arg angeschlagen. Ich werde sogar einen ganzen Tag rasten jetzt. So, jetzt sind wir wieder einigermaßen fit. Na gut. Die Ausdauer ist noch nicht ganz wiederhergestellt. Aber das sollte erstmal reichen. Nämlich wollte ich jetzt wieder nach Richtung Wolfram. Und auf dem Weg nach Wolfram, sofern wir dort keinen Feinden begegnen, aber hier sind Wagenspuren am Boden, was bedeutet... Es ist ein weiterer Kampf in der Nähe, wodurch ich weiter regenerieren werde. Ich könnte natürlich auch mal hier meine Kräuterbeule einsetzen, denke ich gerade. Einfach mal so. So, wenn wir jetzt weitergehen, hat Goraf wieder was entdeckt. Und ein kleiner Stein rollt den Abhang hinab. Okay, das scheint ein besserer Überfall zu sein. Die Troll haben dazu gelernt. Aber es sind zum Glück nur 4 Stück. Wir haben gar nicht unsere Rüstung repariert und alles. Kann man das noch im Kampf machen? Nee. Er verfluchte sich selbst. Er und seine Begleiter standen vor dem Tor des Todes und alles, was er in seiner Tasche finden konnte, war nutzlos in ihrer gegenwärtigen Situation. Also haben wir gelernt, man kann Rüstungen und Waffen nicht im Kampf heilen. Und wenn man es versucht, verliert man eine ganze Kampfrunde. Also nach Möglichkeit sollte man das unterlassen. So, oh, dann gehen wir ein bisschen weiter weg. Ich hoffe mal, die Trolle sind... alle auf James fixiert. Sehr schön. Und dann können wir nämlich hier... Haut des Drachen zaubern. Auf James vor allen Dingen. Der ist nämlich der primäre... Der ist benötigt, die Hilfe. Und kann sich regenerieren in der Zwischenzeit. Goraf ist fit. Er hat super viel Ausdauer. Nahezu unendlich. Dank des Power-Up der Kobolde. So, der Troll ist weg. Ja, im zweiten Kapitel tauchen hier sehr viele Trolle auf. Das kann man nicht anders sagen. Der eine will wohl weglaufen, aber James lässt ihn nicht weglaufen. Ja, gut. James mausert sich langsam, also ich bin gerade ziemlich stolz. Allerdings ist jetzt sein Schutzzauber weg, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Denn das ist nur noch ein Troll, aber ja gut, der macht natürlich hier 10 Schadenspunkte bei ihm. Wodurch er fast wieder im negativen oder im gesundheitlich angeschlagenen Bereich ist. Dann muss Owen also wieder ran und macht noch eben hier Haut des Drachen, minimal 4 Ladungen, das sollte ja dann reichen. Ja, okay. War gar nicht mehr nötig. Aber wie es so ist, wenn man es nicht macht, dann ist natürlich gleich wieder Holland in Not. Wie man bei Zeiten sagt. Leichen, ist, oh ja gut, es gibt einen Wettstein, wow. Ein Wettstein, Wahnsinn. Da wetzen wir doch glatt mal diese Klingen hier zurecht. Und natürlich müssen die Rüstungen wieder geklöppelt werden. Und, oh, James hat einen Nahkampf hat er verbessert. Sehr schön. Owen hat seine Stärke verbessert und seine Verteidigung auch noch. Sehr gut. Und Goraf hat seinen Nahkampf verbessert. Seht ihr also, Kämpfe gegen Trolle sind gar nicht schlecht eigentlich, würde ich sagen. Ne? Das ist eigentlich ganz gut.
Und natürlich kann man dann seine Rüstung auch wieder ein bisschen reparieren lassen. Oder. Weil die nehmen in jedem Fall Schaden. Leider keinen Bonus auf die Rüstungskunde diesmal. Die Lektüre des Buches, auch wenn es nur schwer verständlich war, war anscheinend zu gut, als dass er durch das bisschen Übung im Felde noch was dazugelernt hätte. Aber ich glaube, das war's dann. Ich glaube nicht, dass da noch viel mehr drin ist in den Trollen. Meist hat nur einer von denen ja, also ein Schleifstein mit 4 Ladungen. Das ist absolut vernachlässigbar. Aber wir haben hier ein Haus. Bei diesem schönen Kornfeld. Ein Haus im Kornfeld. James' Klopfen wurde von einem Kichern beantwortet. Die Tür wurde von 2 Frauen vorsichtig nach innen geöffnet. Sie schienen sehr nervös zu sein und kicherten ständig, während sie sich vorstellten. »Ich bin Gena Halbtor, das ist meine Schwester Andrea«, sagte die Ältere. Sie unterdrückte ein Lachen und fuhr fort. »Ich hoffe, ihr seid nicht gekommen, um uns spielen zu hören.« »Spielen?« fragte James. »Meine Schwester und ich haben stets für all die einsamen Soldaten, die hier vorbeikamen, die Violine gespielt. Aber in letzter Zeit haben wir nicht viele Gäste und die Instrumente sind verstimmt«, fragt Owen, er ist der Bademeister hier. »Sagt, ihr habt nicht vielleicht eine Stimmgabel? Wir wären sehr dankbar dafür.« Als sie James' zweifelnden Ausdruck sahen, sagten sie: »Wir haben nicht viel Geld, aber ein Soldat ließ ein paar Lederstrümpfe zurück.« »Wieso hat der Lederstrümpfe bei euch zurückgelassen?« »Warum?« »Für die wir keinen Nutzen haben. Würdet ihr eine Stimmgabel gegen ein paar Lederstrümpfe tauschen?« »Nö.« James schüttelte den Kopf. »Es tut mir leid, wir müssen euer Angebot diesmal ablehnen. Aber vielleicht kommen wir bald zurück.« Irgendwie ist das sehr merkwürdig. Mit den Lederstrümpfen so generell. So, was ist denn das für eine Idee? So, was ist denn hier, wenn wir die Lederstrümpfe einfach, ich meine, die Stimmgabeln in den Beutel packen und keine haben? Was sagen sie dann? Spielen? Ja, wir wollen die gerne gegen ein paar Lederstrümpfe tauschen. James schüttelte den Kopf. Ich wünschte, wir könnten euch helfen, meine Damen, sagte er, aber ich fürchte, wir haben keine Stimmgabel. Genas Stimmung fiel wie ein Drache, der im Flug getötet worden war. Wow. Nun dann, seufzte sie. Meine Schwester Larissa hat wahrscheinlich eine unserer alten Stimmgabeln. Ihr könnt mit ihr sprechen. Falls ihr eine findet, so sucht uns wieder auf. Ja, aber gut, wir waren ja schon bei Larissa und dementsprechend haben wir schon diese Stimmgabel. Was ist eigentlich, wenn ich 2 dabei habe? Welche wird mir dann weggenommen? Wird mir dann die 60er weggenommen? Yeah. James stimmte dem Tausch zu. Er zog eine silberne Stimmgabel aus seiner Tasche hervor, ja welche, und bot sie den Schwestern an, die aufgeregt tuschelten. Sie zogen sich zusammen in einen anderen Teil des kleinen Hauses zurück und erschienen einige Minuten später mit ein paar Lederstrümpfe. Nach abgeschlossenem Handel dankte James ihnen für die Gastfreundschaft und ging. So, welche haben wir? Ah, okay, die 4er ist weggegangen und da sind die Lederstrümpfe. Wunderbar, sie sehen sehr blutig aus. Was das Ganze noch bizarrer macht, meines Erachtens, diese ganze Geschichte von diesen beiden Halbtorschwestern. Hat er die da wirklich freiwillig zurückgelassen? Der Soldat, was ist da passiert? Was ist in dem Maisfeld? Ich will es nicht mehr wissen. Egal, wie er sie zuzubinden versuchte, die Lederstrümpfe wollten ihm nicht passen. Vielleicht finden wir jemanden, dem wir sie verkaufen können, sagte James, als er sie auszog. Ich kann sie jedenfalls mit Sicherheit nicht tragen. Ja, und die anderen können es auch nicht. Das ist immer dasselbe, sagte Owen. Ich kann sie jedenfalls mit Sicherheit nicht tragen. Vielleicht ist Goraf hier unser Aschenputtel. Aber nein, ist er auch nicht. Keiner kann diese Lederstrümpfe tragen. Was war das für ein Soldat? Wir werden es wohl erstmal nicht erfahren. Was wir indes erfahren werden, ist, wem wir diese Lederstrümpfe geben können. Und zwar nämlich hier der Frau von Hayley Bettencourt, Sarah Halbtor. Und denn sie hat das Getreide und sie braucht Lederstrümpfe. Also geben wir ihr die Lederstrümpfe. Lederstrümpfe, sind wir uns einig? Ja, wir sind uns einig. Hier sind die Lederstrümpfe. James nickte. Oh, ich bin so froh, dass wir uns einig werden konnten, sagte Sarah. Mein Mann wird von seinem Geschenk begeistert sein. Blutige Lederstrümpfe. Sie ging zu einer Ecke des Hauses und hob eine Sack Getreide vom Stapel, also einen Sack. Goraf begab sich zu ihr. Hier, lasst mich euch damit helfen, ein alter Gentleman, unser Mörder-Elb.
Sie dankten ihm und folgten ihm zurück zu den anderen, wo der Austausch vorgenommen wurde. Der Austausch wird vorgenommen. Sie verabschiedeten sich sogleich und sie bat sie, vorsichtig zu sein, als sie aus der Tür traten und auf die Straße zurückkehrten. Warum sollten wir vorsichtig sein? Wegen den Trollen vielleicht? Aber ja. Und auch hier gibt es jetzt wieder Tee und Gastfreundschaft. Das ist jedes Mal so. Wenn wir Leute, mit denen wir vorher mal geredet haben, wieder treffen und sie aber nichts Neues zu sagen haben, dann heißt es einfach, es gibt Tee und Kuchen und fertig. So, jetzt können wir die Quest beenden, denn wir haben tatsächlich einen Riesensack Getreide und er nimmt ganze 4 Slots weg, genauso groß wie eine Rüstung mit Schild und Helm. Zustand ist 1%, das bedeutet entweder, dass das Getreide total vergammelt ist oder aber, dass da nur 1% drin ist. Auf jeden Fall, weiß ich nicht, also klingt das nicht gut, es klingt nicht gut, 1% Getreidesack. James konnte den Grund dafür sehen, dass der Tauschhandel mit Waren zu verschwinden begann, während das Königreich der Insel damit anfing, seine eigenen Münzen zu prägen. Es war viel zu umständlich, Getreide als ein Zahlungsmittel mit sich herumzuschleppen. Okay, das stimmt natürlich. Ne? Getreide ist ein bisschen schwieriger. Schwerer. Es ist schwerer als so ein paar Münzen, glaube ich. Na gut, auf jeden Fall hat das gleiche Gewicht an Münzen ist mehr wert als das gleiche Gewicht an Getreide. Es sei denn, es ist gerade eine Hungersnot. Dann ändert sich das ja immer wieder. Sie waren nicht allein. Goras Puls beschleunigte sich, als er sah, wie eine einsame Gestalt sich ihnen näherte. Als es jedoch offensichtlich wurde, dass man sie nicht angreifen würde, beruhigte er sich etwas und versuchte zu erkennen, wer auf sie zukam. Es ist Junker Philipp. Wieder einmal hallo. Was bedrückt euch? Uns bedrückt derzeit nichts, aber vielleicht bedrückt euch ja wieder etwas. Aber nee. Und wie wir sehen, ist tatsächlich auch Getreide verschwunden als Dialogoption, weil die Quest im Grunde genommen jetzt auch wieder gelaufen ist. So, bis zum nächsten Tag. Dann kann James sich noch ein bisschen erholen von den Strapazen. Und wir übergeben noch nicht das Getreide, denn tatsächlich ist der Grund, warum ich diese Quest gemacht habe, ja nicht nur reine Herzensgüte, sondern auch ein Bonus. Und wie schon gesagt, Devon in Eggley gibt einen ähnlichen Bonus auf die Verteidigungsfertigkeit von uns. Und natürlich ist es wie immer so, dass wenn wir den Wert auswählen, natürlich der besser gesteigert wird. Die Sache ist jetzt die, dass eine spezielle Entscheidung ist, die wir treffen müssen. Und zwar können wir den Verteidigungsskill entweder von einem verbessern oder aber von allen dreien. Wenn wir den von einem nur verbessern, dann steigert es um 25 respektive 37,5 Punkte, was natürlich ein riesen Aufschwung, Aufwertung ist. Oder wenn wir es für alle drei machen, dann um 10 oder wenn wir es ausgewählt haben, halt 15 Punkte für alle drei. Zusammengenommen wären das ja 30 und dann 45, das ist natürlich dann wesentlich mehr als die einmaligen 37,5. Das sind dann nochmal hier, ja, 7,5 Punkte mehr, die man dann insgesamt eigentlich kriegt und dann auf alle drei verteilt. Was ich persönlich besser finde, als hier jetzt einen von denen jetzt hier mit der Verteidigung hier. Ja gut, bei James würde es dann, würde es vielleicht gerade so an 100 rankommen, da würde sich das vielleicht noch lohnen. Aber bei, ich sag mal, Owen und auch bei Goraf, die sind dann schon bei 100 bei nur 30 und das heißt, dann sind 7 Punkte auf jeden Fall verschwendet. Und auch ansonsten finde ich diese Verteilung besser und es sind insgesamt ja auch mehr Punkte. Das heißt, die Verteilung ist aber besser meines Erachtens. Also wählen wir für alle Verteidigung aus erstmal und freuen uns dann gleich an gesteigerten Werten. 77, ich mache hier wieder mal eine kleine Liste. James und Owen. Ja, Owen und Goraf sind natürlich schon viel besser in der Verteidigung, weil sie es ja auch in Eggley bei Devon gelernt haben, zusammen mit Locklear. Aber James ja noch nicht. Und James braucht jetzt auch seinen kleinen Verteidigungsbonus. Er hat ja schon einen Nahkampfbonus bekommen, wobei das bei ihm nicht so viel ausmacht, weil er schon so schlecht gestartet ist, aber gut. Und Owen ist ja sowieso kein Nahkämpfer, aber selbst Owen ist besser als Kämpfer als James, als Jimmy die Hand. Also das finde ich auch ein bisschen bizarr, aber gut. Mich wundert, dass er wirklich so einen schlechten Startwert hatte tatsächlich im Nahkampf. Das ist wirklich, hätte ich nicht gedacht. Er hat ja ein Schwert auf dem Rücken und man denkt, ja gut, das ist so ein Räubertyp, der halt auch ein bisschen fechten kann. Wa? Aber anscheinend ist er vollkommen unterlegen, da ist Lockley auf jeden Fall der bessere Schwert
Fechter. Genau. So, und jetzt übergeben wir den armen Kindern das Getreide. James bat mit einer Geste um Hilfe, als er sah, dass sie unter der Last des schweren Getreidesackes, 1%, zu leiden hatte, eilte ihnen ein kräftiger Priester namens Wabon zu Hilfe und nahm den Sack auf seine Schultern. Die Hohepriesterin wird sehr erfreut sein, euch zu sehen, grinste der Priester. Findet ihr noch den Weg zu ihrem privaten Garten? James nickte und begab sich durch einen engen Rundbogen. Er hielt dabei einen gewebten Vorhang zurück, sodass Owen und Goraf ebenfalls hindurchgehen konnten. Ein Gentleman, zur Abwechslung. Zusammen betraten sie Risas Meditationslichtung. Risa fuhr gerade mit einer Hand durch die sanften Wellen des Teiches. Als sie näher kam, schaute sie auf und lächelte sie herzlich an. »Ihr habt das Getreide gebracht.« »Wie konntet ihr das wissen?«, fragte James. Wabon ist gerade an mir vorbeigelaufen.« Er war über die Gewissheit, die sich in den grünen Augen der Hohepriesterin widerspiegelte, ein wenig überrascht. »In der Gegenwart einer Göttin zu leben, bringt einige Vorteile mit sich,« lachte sie. »Als ich heute Morgen aufwachte, wusste ich, dass ich euch sehen würde. Ich weiß außerdem, dass sie einem von euch die Gnade ihres Segens schenken wird.« »Einem? Segen?«, fragte James neugierig. Die Priesterin erhob sich, um eine Haltung anzunehmen, die einer Priesterin würdiger war. Dann faltete sie ihre Hände. »Sie wird denjenigen, den ihr auswählt, bis zum Ende seines Lebens beschützen und ihn vor allem Leid bewahren. Es ist der Wille Dalas.« James stand der Mund offen. »Die Göttin wird ihn unbesiegbar machen?« »Nein, nichts dergleichen, nein«, sagte sie bedauernd. »Ihr Segen wird jedoch dafür sorgen, dass die, die ihm Leid zufügen wollen, ihn nur sehr schwer verwunden können. Wen wollt ihr auswählen, damit er diesen Segen erhalte?« »James, Owen oder Goraf?« »Wir können ja mal einen einfach nur auswählen, einfach nur zu testen.« »James?« Einfach um zu sehen, wie viel er dann kriegen würde. Die Priesterin nickte. Sie ging auf James zu und legte ihre Hand auf seinen Kopf. Ihre Augen spiegelten ein tiefes Grün wider, als sie die Worte des Gebetes an ihre Göttin anstimmte. Sobald sie zu sprechen begann, schien sich das Aussehen des Raumes zu verändern, als ob die Wände fett wären, das in einem Kessel schmolz. »Dala«, rief sie aus, »Schutzgöttin, Schild der Schwachen, Wächter am Herd und an der Türschwelle, wir bitten um deine Berührung. Dieser hier, der vor deiner Dienerin steht, hat im Namen deiner Gläubigen im guten Glauben gehandelt. Als Hohepriesterin deines Ordens bitte ich dich, ihm deine Gunst zu erweisen.« James erschauderte und drang nach Luft, als ein Licht um ihn herum aufleuchtete, das aus seinem Körper zu strömen schien. Die Priesterin schien gleichfalls bestürzt, jedoch erholte sie sich von der Wirkung des Lichtes wesentlich schneller. Die ist das wohl gewohnt. Die Wirkung des Lichtes schwand langsam und der Raum nahm wieder seine normale Erscheinung an. Risa war von James zurückgetreten und rieb sich die Augen. »Es ist vollbracht«, sagte sie unförmlich. »Ihr könnt jetzt gehen. Dala hat euch gesegnet, James. Daran müsst ihr immer denken.« Tja. James bat um Erlaubnis, aber sie ist auf Geheiß Dalas jetzt unterwegs. Und wenn wir jetzt nachgucken, haben wir natürlich eine massive Steigerung für James. Der ist damit auf 96% hochgeflogen. Ja, also von 59, das sind 1... 31, ja, im Grunde genommen ja so ja, 37 und natürlich dann noch 0,5, aber das wird hier nicht angezeigt, das ist, muss man sich dazu denken. Das ist zwar da, aber wird nur so nicht angezeigt. Sache ist jetzt nur die, das ist natürlich nicht so dolle, wenn das nur James kriegt, aber das wäre das nächstbeste, sage ich mal. Weil für Owen und Goraf lohnt sich das nicht. Aber wie kriegen wir das dann hin, dass alle drei das bekommen. Man kann ja nur drei auswählen, oder? Tja, dann heißt es wohl, dann müssen wir wohl leider abbrechen. Den Segen abbrechen. Keiner soll ihn kriegen. Wenn nicht alle drei ihn kriegen können, brechen, dann soll es keiner kriegen. Sie konnten sich nicht entscheiden. Eine Viertelstunde lang besprachen sie das Problem ausführlich, also sie stritten, und bezeichneten jeweils jemand anderen als der Segnung würdig. Oder, na okay, es ist kein Streit, es ist mehr so, nein, du bist viel besser, Goraf, nein, Owen, du musst es kriegen, nein, James, du bist der Beste hier. Ach, was für eine Schleimbande. Von der Vorstellung amüsiert, griff Risa ein. Nun gut, sagte sie und unterbrach den gutherzigen Streit. Da ihr alle zu dem Schluss gekommen zu sein scheint, dass ein Mann alleine Dalas Segen nicht würdig ist, werde ich euch alle mit ihrem Segen belohnen.
Bitte geht jetzt, ihr bescheidenen Männer. Die Götter lieben euch wirklich. Tja, und das war's. Und sie ist weg. Heilung ist nicht nötig. Segnung will ich nicht wegnehmen. Ich habe das Beste schon drauf. Und damit sind wir dann hier durch. Die Verteidigungsfertigkeit aller Gefährten hat sich verbessert. Jawohl. Und zwar von 59 auf... Jawohl, das sind 15 Punkte hier. 15 Punkte auf jeden Fall hier. Das ist ja recht einfach. Und ja, das sind auch nochmal 15 Punkte. Damit ist Gordaf auf 92 mit seiner Verteidigung. James immerhin auf 74. Das ist schon mal ein guter Wert. Und auch Owen kann sich im Nahkampf jetzt sehr viel besser behaupten. Und wird nicht mehr so leicht getroffen. Tja, das ist der Dala-Tempel. Wie gesagt, in Kapitel 2 oder 3 sollte man diese Quest erledigen. Später geht's nicht mehr, weil dann dieser ganze nördliche Bereich hier gesperrt ist. Man kann es ja auf der Karte, hier wird es auch gut sehen, hier auf der Seite. Nochmal. Rup. Wo ist denn das? Da, das ist der Bereich Nummer 5. Respektive Den Camp und North Warden sind noch zu betreten. Dann später aber hier, ich sag mal, ab von Tempel des Tiff an bis zum Tempel des Dala ist dann hier alles gesperrt. Und das bedeutet im 6. Kapitel. Und in anderen Kapiteln kommt man hier sowieso nicht mehr hin. Also von daher ist das hier die einzige Möglichkeit. Aber es ist ein ziemlich starker Bonus, wie ich finde. Und einen, den man sich definitiv nicht entgehen lassen sollte. Ja. So, als nächstes machen wir uns auf nach Wolfram. Vorbei an Sarah Halbtors Haus. Vorbei an Alt Winkel. Da ist es. Da liegen die Trolle immer noch rum. Ja. Die Haut des Drachen. Nein. Und wir werden wieder ein bisschen übernachten hier in Altwinkel, dem alten trollverseuchten Hort. Der verdammten. Und gehen über die große Kreuzung südlich von Hohe Burg Richtung Wolfram. Zu dem wohl besten, oder einem der besten Läden im ganzen Spiel. Da hier gute Waffen günstig verkauft werden. Auch wenn sie nicht gerade 100% haben, sondern nur 50 oder vielleicht 75. Auf jeden Fall besser als so ein Getreidesack mit nur 1%. Ja, da sind wir wieder in Wolfram und ich suche mal hier wieder die Gaststube auf. Aber das ist sie nicht. Das war, glaube ich, einen Schritt weiter. Da. Na, komme ich wohl rein. Und hier trinken die Männer bis zum Exzess. Und wir singen bis zum Exzess. Du mein Königreich. Und es gibt 68 Dukaten. Nicht ganz so viel. Aber ganz nett. Ganz nebenbei verbessert sich der Gesang. Tja. Und das mit der Sprachausgabe kann ich nochmal sagen. Das ist, mir deshalb aufgefallen, weil die Blitze am Anfang, wenn das Spiel hochfährt, nicht mehr gedonnert haben. Aber sonst so die Geräusche wie zum Beispiel, wenn ich irgendwo draufklicke oder sowas, das taucht ja auf. Dieses Blump. Aber jetzt höre ich auch die Sterbegeräusche von denen und ich habe eigentlich nichts verändert. Aber das ist ja sowieso die merkwürdige Geschichte, die ich da versucht habe, mit Virtual MIDI Synth da das Ganze zu machen. Und ja. Hat wohl nicht so ganz geklappt, glaube ich. Oder vielleicht auch, weil es die deutsche Version ist. Dafür gibt es allerdings jetzt keine Informationen meines, von denen ich wüsste. Also stehe ich da ein bisschen auf dem Schlauch. So, den Wettstein kann er nicht gebrauchen, unglaublich. Er ist doch ein Waffenhändler. Papiere, Drachenrüstung. Und auch hier sind wieder unsere Sachen, die wir schon mal verkauft haben. Mordel 9 Augen. Unglaublich, würde ich sagen. Aber gut. Ja, mehr wollte ich auch gar nicht. Ich wollte gar nichts kaufen eigentlich. Eigentlich wollte ich hier was ganz anderes. Denn es gibt hier einen Hort, den wir... Ein Haus, was wir jetzt besichtigen können. Im zweiten und im dritten Kapitel. Und das ist ein Haus, wo, glaube ich, irgendjemand drin war, der uns nicht so wohlgesonnen war. Und hier ist ein verlassenes Haus. Ich glaube, es war ein Haus weiter. Das hier. Sieht ganz nett aus. Gordaf schrie erschreckt auf. Ihr Götter! Sie sind aus dem Nichts gekommen, sagte er und deutete auf die Männer, die vor ihnen Gestalt annahmen. Ergreift eure Waffen, wir werden angegriffen. In der Tat werden wir angegriffen von drei Mordel
und zwei Goblin-Kriegern. Eine interessante und merkwürdige Mischung, aber ja. Na gut, wir sehen sie zum ersten Mal. Das ist das einzig Merkwürdige daran. Ansonsten arbeiten die nämlich zusammen. Mit ihren hier Armbrüsten haben sie dabei. Und er hat seinen Kollegen getroffen. 19 Schaden. Anscheinend hat er bloß eine gammelige königliche Rüstung. Aber die Goblins greifen wieder an mit ihrem guten alten Morgenstern, den sie da anscheinend in den Händen halten. Und da fällt auch schon der erste. Und der Mordell hat den Goblin auch noch getroffen, also fast möchte ich die Typen hier gar nicht blenden, weil die anscheinend es blenden verstehen, ihre eigenen Leute abzuschießen. Oder auch daneben zu schießen. So, Salz in den Augen von diesem Kelly da hinten. Da muss Gorov nämlich erstmal extra hinlaufen. Indessen macht James kurz einen Prozess mit dem da hinten. Und Gorov ist angekommen. Und auch dieser Goblin dürfte nicht mehr lange stehen. Tja, anscheinend haben sich hier ein paar nicht so ganz freundliche Gestalten niedergelassen hier in Wolfram. Aber sie kamen aus dem Nichts. Wie ist das möglich? Der Kampf war gewonnen. Durchsucht die Leichen nach Vorräten. James' Stärkefähigkeit hat sich verbessert. Sehr gut. Ah, damit ist er auf Stärke 18. Und Owen ist nur auf Stärke 15, aber er ist ein knappes Rennen. Aber Gorov zieht den beiden weit, weit, weit davon. Tja, aber das war ja merkwürdig. Was ist in diesem Haus los? Das ist ja beängstigend. Gucken wir doch mal nach. James klopfte verärgert an die Tür. Aus dem Inneren des Hauses drangen einige gemurmelte Grunzer und Flüche. Schließlich schwang die Tür auf und ein kleiner Mann mit einem Rest ergrauten Bartes gesellte sich vor dem Haus zu ihm. Und es ist Patrus, jawohl, Patrus, der aussieht, als wäre er gerade aus dem Bett gefallen. Hat auch einen Stab, er ist ein Zauberer tatsächlich, wie man sich vielleicht denken könnte, aber es ist schon ein bisschen älter. Sieht ein bisschen aus wie ein Zurani mit dieser etwas rötlichen Haut und den, ja, ich weiß nicht, ob das schmale Augen sein sollen oder so, aber auf jeden Fall, das ist in der Pixelgrafik nicht ganz zu erkennen, aber auf jeden Fall so eine Art von hier Mönchskutte. Pa, ich habe vermutet, dass der Zauber nicht funktioniert. Niemandem sollte es gelingen, an meinen Haustieren vorbeizukommen. Jetzt muss ich neue beschwören. Tja, anscheinend betitelt Patrus Mordell und Goblins als Haustiere, als nicht Menschen. Und ja, er hat eine Illusion erzeugt und das waren die jetzt eigentlich. Deshalb sind auch keine Leichen. Deshalb können wir auch keine Leichen durchsuchen, wie James sagt. Also ist der Text an der Stelle eigentlich unpassend. Was natürlich irgendwo witzig ist. Verzeiht, wir wurden von euren kleinen Haustieren fast getötet. Keine sehr gastliche Art, freundliche Besucher zu empfangen. Vergesst einfach, dass ich euch nicht eingeladen habe. Aber falls ihr verwundet wurdet, ich wollte nicht, dass einfache Leute darin verwickelt werden. Es ist nur, dass die meisten Besucher, die in letzter Zeit kommen, aus den Nordlanden stammen. Ihr habt Freunde in den Nordlanden? Freunde? Nein. Der Besuch, den ich empfange, ist niemals willkommen. Meistens Kobolde, die von Delekan gesandt wurden, um meine Zauberbücher und Formeln zu stehlen. Es gefällt ihnen gar nicht, dass ich mich in die Zauber einmische, die sie für Baron Gabbard in Nordwacht weben. Ha. Baron Gabbard in Nordwacht? Vielleicht sollen wir den mal besuchen. Ich hatte gehofft, dass diese Illusionen, die ich entwarf, wirksamer wären. Aber anscheinend sind sie nicht so viel wert wie Mückenspucke. Ich muss mehr an ihnen arbeiten. Lasst mich euch etwas geben, damit ihr euch erholen könnt. Das ist nicht notwendig. Es geht uns gut. Wer hat denn von euch gesprochen? Wenn der Baron davon hört, dass ich unbeteiligten Personen Schaden zufüge, dann werde ich mit den Küchenjungen Kartoffeln schälen. Genauso wie Puck am Anfang seiner Geschichte. Oder Duette mit dem alten Breichen Temni singen. Hey, den kennen wir doch. Der Barde in der Nähe von Nordwacht. Ihr findet eine Börse mit 200 Dukaten in der kleinen Truhe in der Ecke. Wenn ihr von hier etwas nach Norden geht, dann kommt ihr zum Tempel Tith. Ich kann mir vorstellen, dass sie euch wieder in Ordnung bringen. Aber lasst mich euch einen Rat geben. Wenn ihr in Zukunft solche Monster seht, dann bekämpft sie nicht, sondern lauft in die andere Richtung. Warum sollten wir in die andere Richtung laufen? Wir sind doch keine Schwächlinge, Mann. Wir sind voll fähig. Wir haben schon ganz andere Typen hier platt gemacht.
So, und tatsächlich ist es so, in der englischen Version, auch in der 1.02er Version, dass man hier dann die 200 Dukaten, die er irgendwie verspricht, und die wohl in seinem Haus zu finden sein sollen, nicht bekommt. Aber ich weiß nicht, ob sie das im Deutschen korrigiert haben. Aber es ist niemand mehr da anscheinend. Wir haben den Dialog mit Patrus jetzt einmal ausgelöst und, soweit ich das sehen kann, haben wir auch kein Geld dazu bekommen. Es waren auch vorher 6.500 irgendwas und eigentlich müssen das ja 6.700 jetzt sein. 6.700 irgendwas. Und ja. Aber es heißt, in der Spielmechanik ist das Geld tatsächlich in dem Haus drin. Das Problem ist nur, man kommt nicht mehr rein, weil jetzt immer wieder dieser Text kommt. Und ja, es ist nicht quasi zum... Es ist kein Haus mit einem Inventar, es ist kein Inventarhaus, sondern einfach nur ein Haus, wo dann das dann heißt, ihr kommt da nicht ran, aber das ist eigentlich da drin. Also eigentlich müsste man das kriegen, die 200 Dukaten, aber da ist wohl auch in der deutschen Version leider nicht darauf geachtet worden, ob das wirklich so umsetzbar ist. Da wurde halt auch nicht alles getestet, denke ich mal. Texte wurden alle übersetzt. Und ja, und Truhen, ja, meint er nicht. Es gibt hier bloß noch hier die Büsche, wo ja vorher ein paar Heiltränke drin waren. Aber die sind für uns jetzt nicht relevant. Indes gehen wir weiter den Pfad entlang und kommen jetzt nämlich in Richtung nach Richtung Den Camp. Ein Bereich, den ich eigentlich noch meiden wollte. Ja. Weil der ist eigentlich für Kapitel 5 vorgesehen. Und für den wollte ich das eigentlich auch machen. Was haben wir hier denn noch? Ah ja, 4, 5... Es gibt ein paar Kämpfe, die sind hier dann, ja, in dieser einen Höhle, in der wir schon mal waren, als wir nämlich hier von Canting Höhe gekommen sind und uns mit Temni unterhalten haben, unter anderem, gab es ja eine Höhle, die könnten wir eigentlich auch noch erkunden, aber eigentlich wollte ich jetzt gerne nach Den Camp, um dann nämlich was loszuwerden. Ich hoffe, wir kommen da ohne Probleme so hin. Und hier ist ja wieder die Hütte, die überfallen wurde von Trollen. Sie erforschten sie für einiges, aber ja. Und hier gibt es auch nichts Neues. Auch in Kapitel 2 ist in dieser Hütte kein Leben wieder eingekehrt. Die ist einfach von Trollen überfallen worden und das war's dann. Die sind alle gestorben. Den Camp auf den Zähnen heißt der Ort. Und ich sehe da hinten die Taverne. Ich will da irgendwie noch hinkommen. Und will natürlich etwas spielen. Ein bisschen Musik. Naja, nicht ins Gasthaus. Singe und bekomme 57 Dukaten. Jetzt will er sein Bier in Ruhe trinken. Okay, da will auch keiner mit uns hier reden über irgendwas Besonderes. Das ist einfach nur Standardtext mal wieder. Rasten wir bis zum nächsten Tag. Alle haben ihre Ausdauer wieder weitestgehend regeneriert. Das Entscheidende für mich ist dieser Laden hier jetzt. Das ist nämlich hier wieder der Mürrische Magier, mein Lieblingsladen im ganzen Spiel. Einfach weil er so einen tollen Titel hat. So, das Amulett der Ewigkeit ist übrigens gar nicht mal so schlecht. Es kann mit einer Ladung 50% mehr Schaden machen. Was bei besonders hohen Schadenszauber natürlich nochmal mehr reinhaut. Aber gut, ich kaufe es trotzdem nicht. Ich werde es schon irgendwo finden. So, denn die Hoffnung. So, reparable Rüstung. Und für James. Jetzt seine Aufgabe. Und sogar schon ein bisschen gesteigert. Grund ist, ich will nämlich hier diese Schriftrolle verkaufen. Die Haut des Drachen. Ich hoffe, es passt. Ich meine, wir haben ja schon mal unseren Holzstab hier verkauft. Ich hoffe, es passt. Kaufen kann man den nämlich hier nicht, nicht wahr? Wir haben die Finger der Nacht hier, wir haben hier Gift für schwarze Würger und Denons Wahn. Aber mehr nicht. Okay, verkaufen wir es hier. 123 Dukaten und 5 Taler. So, und jetzt ist es im Laden drin. Die Haut des Drachen. Das lasse ich drin und ich meinte ja vorhin schon mal wieder, dass hier Läden für mich die sichersten Caches im Spiel sind. Und das ist das Experiment, was ich jetzt mache. Dass ich das hier verkauft habe, damit das hier im Inventar des Spiels bleibt. Damit es dann später für einen anderen Zauberer hier noch zur Verfügung steht und dann gekauft werden kann tatsächlich.
Ich hoffe mal, das wird funktionieren. Deshalb will ich hier in diesem Laden auch nicht viel mehr verkaufen. Das Problem ist nämlich, wenn ich hier mehr verkaufe, als was dieser Laden hier aufnehmen kann an zusätzlichen Items. Das ist ja alles ein bisschen begrenzt hier in dem Spiel. Also sie haben natürlich ihre Standard-Items, die sie haben. Dencamp, wo ist Dencamp? Da, The Grumbling Magician. Also 20 Items haben sie standardmäßig drin, das ist alles in diesem Angebot. Und 6 weitere, also 20, 26, also 6 weitere können sie aufnehmen. Warte mal, ich zähle mal durch. Das sind 6, 12, 18. Oder? Bin jetzt dumm. 6, 12, 18, ja. Aber hier steht 20. Was fehlt denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ne, es sind 18. Hä? Okay, wie auch immer. Ich hoffe auf jeden Fall... Okay, dann sind es nur, dann sind es jetzt 20 Gegenstände. Ist auch in Ordnung. So bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wenn es dann wirklich nur 20 sind, sozusagen, dann wird dieser Gegenstand ja auf jeden Fall mit dem Laden drin behalten. Und das will ich jetzt einfach mal erhoffen. Und diesen Wettstein können wir auch aufbrauchen. So. Denn, ja. Sonst wüsste ich nämlich nicht, dass die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wie man die Haut des Drachen, wenn nicht der beste Spruch im ganzen Spiel, an einen späteren Charakter übertragen kann, der ihn sonst nämlich eigentlich nirgends finden oder kaufen kann. Weil die Geschäfte, die diesen Spruch dann verkaufen, sind für ihn nicht erreichbar eigentlich. Und eine Truhe, Mordeltruhe, werde ich das Ding auch nicht legen oder in irgendeinen Müllbeutel oder in sonst eine Truhe. Das ist mir alles zu unsicher, wie ich schon mehrmals betont habe. Und deshalb vertraue ich jetzt mehr hier diesen Geschäften, weil außer mir kauft hier wohl keiner was in ganz mit Chemia und deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass es im mürrischen Magier dann in Sicherheit ist. Aber ja. So, dann werde ich auch weiterhin hier die Truhen oder alles andere hier in der Umgebung in Ruhe lassen. Denn das ist für Kapitel 5 eigentlich vorgesehen, das lasse ich alles hier liegen und werde mich dann jetzt aber als nächstes dann in diese Höhle doch noch jetzt wagen, die da ist, denn auch in den ersten 3 Kapiteln kann man da schon einiges erleben an Abenteuern, vor allen Dingen in 2 und 3. Und da wir gerade in 2 sind, sage ich mir, machen wir das jetzt schon mal. Und ja, schauen wir mal weiter, wenn wir weiter reisen hier in Richtung Nordwacht. Ja, Nordwacht, wo auch schon einiges Neues auf uns wartet. Ja, das war GBF Akademeister und ich sage bis dahin. Wee.